Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, Feins Grillen Barbecue. Heute gibt's was zu trinken, und zwar ihr Smoked Havana Lemonade, und was damit auf sich hat, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Ja, was zu trinken mit ein bisschen Schnäpperkin drin und dann auch noch vom Grill, das ist eine Sache, die passt zu mir, finde ich gut. Ein paar Zutaten brauchen wir. Ich habe hier erstmal Mehl mit Eis. Dann habe ich hier so ein großes Zuschnall, wie heißt das, Glas? Also ein Glas mit einem Überwurf dran, hier so ein Schnappglas. Dann brauchen wir 50 cl Havanna. Dann 20 cl so Triple 6 Orangenlikör ist das. Dann habe ich hier 6 Limetten. Eine große Bio-Zitrone. Brauche noch na so 5-6 Esslöffel braunen Zucker. Habe hier zwei Hände voll Chips zum Räuchern. Das sind an der Stelle, habe ich jetzt Olive da. Die habe ich jetzt nass gemacht, weil unser Grill relativ heiß ist. Also nicht, dass sie uns gleich verbrennen, sondern einen schönen Rauch hinbekommen. Habe hier nochmal ein Gläschen, ein Cocktailglas. Ein Probierglas, genau. Und Sprite in beliebiger Menge, so viel wie du halt brauchst. Jo, und dann habe ich noch eine Kelle. Und natürlich immer, wenn wir was zu trinken haben, schaffen wir es auf dem Brett. Als erste Ansammlung nehmen wir uns unsere Metten und vierteln die praktisch, dass sie immer so eine schöne Viertel abgeben. Und dann nehmen wir uns unsere Zitrone. Da machen wir uns, die ist relativ groß. Machen wir hier so ein Viertelstücken von, so ähnlich wie bei der Limette. Ich nehme bitte den halbieren wir. Dann legen wir unseren Rohrzucker hier aufs Brett und ditchen einfach unsere Zitronen- und Limettenstücken von allen hier diesen fleischigen Seiten in den Zucker ein. Und dann geht es auch schon ans Grillen. Und da habe ich hier den Keck an der Stelle. Ja, Blut ist drin. Und dann verteilen wir mal die gewässerten Chips drüber. Wir setzen den Rost oben auf. Und verteilen unsere zuckerten Limetten und Zitronen hier oben auf dem Rost. Da muss man immer schnell sein, weil es fängt jetzt an zu rauchen. Und sonst hast du nachher knallrote Augen, weil dir das Rauch in den Augen steht. Na dann, beeil dich. Ja, ich spute mich schon. Ein Hitzeschild brauchen wir jetzt nicht drin, weil wir haben jetzt die Schale hier, siehst du die? Hier unten drunter, die schützt eine ganze Weile. Und wir lassen jetzt bloß eine Viertelstunde, 20 Minuten hier oben drauf, dass sie ein bisschen Rauch ziehen, ein bisschen warm werden und kümmern uns in der Zwischenzeit um das Schnäpperkin. Ja, eben so die Grundidee so ein bisschen bekannt vorkommt, das ist kein Wunder, weil das lehnt sich so ein bisschen an diese klassische Lynchburg Lemonade an, die man mit Triple Sec und Bourbon macht. Allerdings bin ich nicht so ein großer Bourbon-Fan und deshalb gefällt mir die Variante besser. Und statt Bourbon nehmen wir den Havanna. Ich habe aber jetzt erstmal, fangen wir an mit dem Triple Sec. Da ungefähr große 20 cl, 20,5 cl und dann den Rum oben drauf. So 0,5, ja, das war eine 0,7er Flasche, also das kommt ungefähr hin. 500 Milliliter sind 50 cl. Bedient auf und haben jetzt schon mal als Grundmischung fertig. Sieht unspektakulär aus. Ist es aktuell auch noch. Sportliche Viertelstunde ist rum. Und so sehen unsere Freunde aus. Schön goldgelb. Also, die haben schön Rauch abgekriegt. Genauso muss es sein. Und die nehmen wir jetzt erstmal runter und lassen sie ein bisschen abkühlen. Jetzt habe ich die hier und drücke die immer direkt in die Grundmischung aus. Also so wie sie kommen. Schön. Du siehst dadurch, dass sie schön jetzt angegrillt sind, sie schon schön weich. Und die Schalen nehmen schön Aroma ab, die auch gleich mit drin schmeißen. Also bloß ausdrücken und drin versenken. Das sieht schon mal cool aus, oder? Das Coole ist, wenn du nicht im Regal stehen hast, denkt keiner, dass das was zu trinken ist, sondern jeder denkt irgendwie, du hast irgendwie komische Gemüse vom Mars eingelegt. Nein, das ist zu trinken und das kann man jetzt direkt schon trinken. Besser ist es allerdings, wenn das mal einen Tag stehen lässt. Wenn ich jetzt in den Kühlschrank stellt, ist das ewig haltbar. Ich meine, da ist Alkohol drin, da ist Zucker drin, da ist Säure drin. Da passiert nicht allzu viel mit. In aller Regel hält es aber nicht so lange, weil man das rechtzeitig austrinkt. Ich mache jetzt gleich mal in Kleinen fertig. Und zwar ist das ja nur die Grundmische. Nehmen uns so schöne 1,5 Kellen ungefähr so da rein. 3-4 Stücken Eis oben drauf. Können auch 5 sein. Und füllen die Rest mit Sprite auf bis zum Anschlag oben. Tata, und fertig ist unsere Smoked Havanna Lemonade. Ein Traum im Sommer und normalerweise trinke ich vor der Kamera keinen Alkohol, aber heute gucken nicht so viele Leute zu, deshalb koste ich mal Dienste der Wissenschaft natürlich. Großartig. Großartig. Rum ist dabei. Der Augenschmack kommt schön durch. Ja, Limette. Also, wer Lynchburg Lemonade mag, wird es euch lieben. Und wer ohnehin gerne rumtrinkt und eher so auf so
naja, so fruchtige Cocktails steht, der wird richtig viel Spaß dran haben. Wer gar keinen Rauch leiden kann, ja, der muss weiterhin Radler trinken, vermutlich an der Stelle. Aber jeder, der Rauch gerne hat, wird damit richtig viel Spaß haben. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Mach ein erste Glas und ich fange schon an, fahrig zu werden, oder? Daumen nach oben, wohlwollender Kommentar, macht's gut. Auf euch.